Soll ich nicht? Ich weiß nicht. Das sieht, guck mal, mein Auge hier. Das sieht immer aus. Als wenn das nicht stimmt. Ja, dreht sich das wieder um. Unser Lieblingsschwein. Schweinchen. Er jallert schon wieder rum. Bla, sie hassen mich, sie hassen mich. Ich weiß gar nicht, warum sie mich hassen. Na, ich habe da so eine grobe Idee, aber ich weiß auch nicht so genau. Sie hassen mich, sie hassen mich. Ich habe übrigens hier mal Gewalt. Also das hier ist eine... So. Gab es beim Chinetzen 5XL. Ja, da ist noch Luft für den Pelz. Aber es dreht sich wunderbar leicht auf Männerkörper. Ne? Unser Künstler trägt ja 5XL. Ich habe gedacht, ich mache da mal mit. Falsch bestimmt. Mal komm, für 6 Euro. Das schickt man doch nicht nach Chinetzien wieder zurück. Ne? Ja, was gibt's sonst Neues? Ne? Unser Künstler sitzt wieder da rum und trällert das alte Lied der Ich bin Hate-Mobbing-Opfer. Keiner hat mich lieb, ich mache jetzt, was ich will, fickt euch. Ja, so als Kurzversion. Immer dieselbe Litanei, immer dasselbe Programm, jeden Tag aufs Neue. Jetzt hat er von der Lehmann, von der Sachsenbüchse, hat er auch noch das Audio eingespielt. Mein Name ist Arschgesicht, ich will nicht, dass einer mein Content nimmt. Das geht doch nicht, ich werde alle verklagen. Aber selber macht das wieder, ne? Ja, meine Oma, die ist kurz vorm Tod. Ich habe aber gar keinen Bock, da hinzugurken, weil ich habe die Tage eine OP. Woher wissen die, dass das am Freitag ist? Ich habe keine Ahnung. Das war sogar geraten. Ich habe das irgendwo hab ich das aufgeschnappt. Ne? Freitag ist so Operation Time. Ne? Operation, die Bocke weg. Ja. Operation, mach mich dünn. Als Geheimwaffe für das Internet, für Anti-Hate und Mobbing. Ja, wie kann man über seine arme Oma, die er jetzt auch nicht so toll findet, zu seiner Mutter hat er einen tollen Kontakt. Wenn der Mama was passiert, da reagiert er sofort, da fährt er auch sofort hin. Haben wir ja gesehen, als er in Erfurt war, also den Weg zur Mama innerhalb von vielen Monaten, wie ich da noch richtig mitgezählt habe, zweimal gefunden. Und eine Fahrgelegenheit. Sein Vater hat er auch besucht. Der Vater aber einem alten Schulfreund vorgegaukelt, er wäre jetzt wieder da und würde sich total megamäßig freuen, dass er auch in Erfurt wäre und jetzt mit dem Kumpel da irgendwie sich mal treffen könnte oder auch gleich dieser Person, wenn du schon mal da bist, können wir mal kurz zu meinem Daddy auf dem Friedhof huschen. Ich hau da mal kurz ein bisschen Plastikblumen in der Vase und dann ist das erstmal fertig. Ne? So. Also dieses, was der große Künstler unter intakte Familienverhältnisse versteht und das, was der normaldenkende, normal funktionierende deutsche Hirnanwender darunter versteht, das sind also definitiv zwei Paar Schuhe. Ne? So, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Kommt immer noch an, wie kleine Männchen du auf der Schulter hast. Ne? Dann kann so ein Tag schon lang werden. So. Ja, ist wirklich schwierig. Eine seiner nüchternen Feststellungen: Ich will nicht, dass ihr über meine Familie redet. Das mache ich nur mit meiner Community. Aber du weißt schon, dass deine Community nicht nur aus positiv denkenden und handelnden Menschen dir gegenüber besteht, sondern also ungefähr so 75-95% die Scheiße finden und nur da sind, weil sie gucken wollen, ob du live stirbst. Also, das hast du schon verstanden, ne? Wenn du diesen Leuten natürlich Futter gibst, musst du dich doch nicht wundern, wenn da anschließend auch einer drüber spricht. Mensch, wir haben doch hier keine Zensur wie beim Führer. Das darfst du nicht sagen, ne? Das ist verboten. Nee, mein Freund. Dann hat der erlauchte Adlige sich darüber aufgeregt, dass so viele Schweinebilder benutzt werden und mit ihm assoziiert werden. Also Schweine Morelli, Schwein dieses, Schwein jenes. Kann das einfach daran liegen, dass dein Verhalten einer
dem eines Schweines sehr ähnlich sein könnte. Kann das damit zusammenhängen? Könnte es möglich sein, dass wir da schon einen Teil des Problems gelöst haben, indem wir vielleicht sagen, wie du dich dort hinsetzt, frisst, rülpst, furzt. Das ist eine große künstlerische Leistung, oder ist das einfach so ein bisschen die Sau rauslassen? Ist das sich wie ein Schwein benehmen? Ist Essen beim Essen schmatzen? Ist das Kunst? Oder kann das weg? So, dann darfst du dich doch im Gegenzug nicht beschweren, dass Menschen einfach sagen, der hat ein Benehmen wie ein Schwein, der benimmt sich wie die letzte Sau. Der trampelt auf unseren Gefühlen und auf unseren Geschmacksnerven rum, ja wie die Sau in der Jauchegrube. Das ist doch die Assoziation, das hat doch keiner gesagt, dass du aussiehst wie ein Schwein. Also mir käme das auch nicht in den Sinn, wozu? Ich habe jetzt noch niemals gesagt, wir wollen den armen Tieren da kein nichts andichten oder so. Noch einmal, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich schmatze hier nicht vor Publikum und ich habe auch kein Interesse daran, mich irgendwie komplett audiovisuell daneben zu benehmen. Also passiert ja hin und wieder schon mal jedem, aber du machst das ja tagtäglich als Content. Als großer Provokateur. Ja, und ich finde meine KI-Schweinebildchen, die sind da richtig gut geworden. Also ich mal ohne Flachs. Ne? Guck, ich habe auch ein Heißgetränk hier. Kaffee. Ich habe sogar vorher die Tasse gespült. Zum dritten Mal heute Morgen übrigens. Und die Matte gewaschen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, heute muss die Rübe mal gerubbelt werden, dann habe ich das so getan. Aber zurück zu unserem großen Künstler. Seit 3 Jahren tue ich alles Mögliche, um diese Operation zu bekommen. Ja, wenn du dann Pech hattest, also er spricht da mit irgendjemand, der dann sagt so, bei mir wäre es wohl nicht so gegangen, und da sagt er ja, er würde dann helfen. Wobei, also ich verstehe dann wieder dieses Hilfsangebot. Ich kann dir ein paar Tricks verraten, wie es ein bisschen schneller geht. Ich kann dir ein paar Tricks verraten, wie du rumjammern musst. Ich kann dir ein paar Tricks verraten, wie dir die Krankenkasse dann doch in die Knie zwingen kannst. Ja. Aber auch das spielt ja keine Rolle. Also ich sag mal so, bei der Figur, die du da mittlerweile hast, würde ich mich wahrscheinlich auch operieren lassen. Ich stand gerade vorm Spiegel, ich fand mich einfach nur geil. Und das, ja gut, der Bauch steht ein bisschen ab, ne? Aber das ist diese komische Fettleber, ne? Ich müsste mal die Leber entgiften, dann geht auch die dicke Hupe vorne weg. Hättest du ja auch machen können. Ja, dann hat er Sport gemacht, aber nach 2-mal Schwimmen tat neben die Beine weh. Oder irgend so was, keine Ahnung. Und der hat Sport. Mein Arne hat sich gestern aufgeregt. Und das tut er ja aus einem einfachen Grund. Guck mal, wenn du mit anderen Leuten in den Ring stehst oder gehst und man sich auf die Nase kloppt, dann ist das Hauen gar nicht das Schlimme, sondern die fehlende Kondition. Und zur fehlenden Kondition kommt ja meistens auch eine falsche Ernährung. Das heißt, wenn du vorher noch 3 Hamburger essen warst und eine doppelte Pommes, dann solltest du vielleicht besser nicht in den Ring gehen, wenn du einen Leberhaken kriegst oder mal so einen in den Magen. Das ist doof. Außer du wischst den Ring gerne. Und jeder, der so ein bisschen Sport gemacht hat, weiß ja auch, dass er sich mit seiner Ernährung ein bisschen beschäftigen muss. Also ist eigentlich selbsterklärend. Die Sachsenbüchse hat sie auch mehrfach gesagt. Ich meine, ich finde die ja immer noch scheiße. Aber sie erzählt ja trotzdem was Richtiges. Deine Eiweißdiät ist nicht als Zusatznahrung gedacht gewesen. Ja, damit, wenn der Eiweißpegel hoch genug ist, damit die Wunden besser heilen, völliger Schwachsinn. Nein. Das geht da um so Fetteinlage und so ein Quatsch. Damit dein Körper mal an die Reserven geht. Deswegen gibt man ihm von dem einen mehr und nimmt ihm alles andere weg. Das ist ja die Idee. Ja, also wie gesagt, das ist ja keine Zusatznahrung gewesen. Aber ja gut, das ist egal. Du knallst ja alles weg
vom Eiweißshake bis zum Eiweißriegel, ob da ist viel Schokolade drumherum, ne? Das ist auch scheißegal. Eiweißschokolade, ja, ist schon klar. Ja, unser kleiner Kirsche, der ist immer so ein bisschen sehr anstrengend. Hate und Mobbing. Ich habe mich ja tatsächlich auch gefragt, ob ich ja mittlerweile hier so eine Art Qualitäts-Hate abliefer. Weil ich kriege natürlich auch aus der restlichen Kirche Fanbase ab und zu mal so einen Hinweis, hey, kannst du dich in Ruhe lassen und du bist selber scheiße, ne? Und bla bla bla. Ja, also theoretisch könnte ich das machen. Aber praktisch habe ich da im Moment keinen Nerv drauf. Also eigentlich finde ich das gut, was ich mache. Ich finde das sogar, ich finde das sogar sehr gut. Was ist los? Ist so witzig. Ja, dann beschwert sich der Künstler wieder, dass so viele hässliche, ekelhafte Videos von ihm unterwegs sind und dass er immer wieder als Schwein da tituliert wird und gezeigt wird. Ja, aber Marco, es liegt doch an dir. Du hast das doch alles produziert. Es sind auch nicht deine Hater, die das jetzt aus dem Kontext gerissen haben, sondern du hast doch diese Sachen alle selber produziert. Und dann auf die Menschheit losgelassen, hast gesagt so, ja, hier, das ist große Kunst, das ist das, womit ich mich jeden Tag gerne beschäftige und das ist ein Qualitätsprodukt, das habe ich für euch gemacht, schickt mir viel Geld, denn ich muss meine Miete bezahlen. Ach, da kommen wir auch gleich wieder zum Thema Geld, ne? Ui, 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 ui. Ja, aber wir kommen erstmal zu einem anderen Thema, das war auch in deinem letzten Video, da hast du hier dieses komische Adidas-T-Shirt an. Ist natürlich super. In 6XL steht dir Bombe, ne? Ohne Scheiß. Also, ich finde das immer gut. Die Leute, die am wenigsten Sport machen, haben die meisten Sportklamotten an. Weil du ja so viel von Gerechtigkeit hast, Marco. Ich muss schärfer ran. Weil du so ein Überflieger bist, weil du so total toll bist. Du hast dich beschwert, dass du hast irgendwelche Nachrichten von irgendjemandem bekommen und man hätte dich als Z mit das Z-Wort hätte man benutzt. Also es geht bei dem Z-Wort um das, nicht um Zeitzeuge oder sowas, sondern es geht wahrscheinlich um das Wort Zigeuner. So, Zigeuner. Ich habe da gerade nochmal recherchiert. Es geht ja immer um den Zusammenhang, wie man, was man mit dem Wort versucht, irgendwelchen Leuten in die Schuhe zu schieben oder zu machen oder zu tun oder etc. Also ich habe nicht vor, dich als Zigeuner zu beschimpfen oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber Zigeuner war eben der Sammelbegriff, bis zu der Zeit, wo es hier in Deutschland, sagen wir mal, unter Strafe gestellt wurde, das in einem negativen Zusammenhang zu bringen. Also eine bestimmte Gruppe von Menschen als Zigeuner zu beschimpfen oder zu titulieren. Das war ja eine Ausgrenzung. So, jetzt haben die das da in irgendeiner privaten Gruppe gemacht. Und irgendjemand hat dir wieder diese Audioaufnahmen zugeschickt. Du weißt aber schon, dass der Besitz von Audioaufnahmen, die gegen den Willen dessen, der sie gemacht hat, an Dritte weitergegeben werden, strafbar ist. Also du weißt jetzt ja schon, dass du die jetzt eigentlich anzeigen müsstest. Du machst ja immer so viele Anzeigen. Also das müsste dir ja total in die Karten spielen. Ansonsten bist du ja Mittäter. Also du besitzt ja jetzt theoretisch illegale Aufnahmen einer dritten Person und diese Person weiß gar nicht, dass sie aufgenommen wurde oder ihre Sprachnachrichten an den Dritten weitergegeben wurden. Und du sagst sogar noch den Namen dabei. Du bist aber ein echtes Genie, ne? Du solltest dir mal wirklich Sorgen und Gedanken machen über das, was du da tagtäglich tust. Und das, was ich jetzt hier gerade wieder gesagt habe, das ist wieder symptomatisch. Ich habe mir hier dieses Video von dir gestern Abend, hier dieses Heul- und Jammer-Video. Ich bin ein Star, ich mache euch alle fertig. Keiner von euch hat mir was zu sagen. Ich bin Superstar, ihr werdet schon alle sehen. Also ich meine, das ist immer dieselbe Liter. Nein. Aber so mit einer Erregungskurve, ich hatte ja vorgeschlagen, du solltest dich um deine Hater mal ein bisschen mehr kümmern, tust du ja in dem Video ja auch relativ erfolgreich, ne? Du hältst sie ja schon ordentlich auf Drehzahl, ne? Ich bin so, ich werde mir nie wieder was gefallen lassen, ne? Nein, ist klar, logisch. Nein, du bist der Superstar. Ja, und da schließt sich ja wieder auch dieser Erkenntniskreis, dass immer all das, was er anderen Leuten vorwirft, oder dass ganz viele dieser Dinge, die er anderen Leuten vorhält und vorwirft, sind ja Dinge, die er tagtäglich auch selber macht. Ich bin in irgendeiner Gruppe mit einem Fake-Account, ich habe mich selber getrollt. Also er ist auf Telegram in einer seiner Hater-Gruppen gegangen, hat er irgendwie vor 2 Wochen erzählt, hätte dort mit einem Fake-Account sich selber beschimpft, hätte daraufhin Applaus von all diesen anderen Leuten bekommen.
Und anschließend setzt er sich dann auf TikTok, auf Facebook und woanders hin und regt sich darüber auf, dass der dort gehatet wird, obwohl er das selber auch gewesen ist. Das ist ja die Idiotie an dieser ganzen Geschichte. Dass man das vielleicht getutet hat oder getan hat, das ist ja die eine Geschichte. Aber dass man so blöd ist, den Leuten auch mal erklärt, dass man das getan hat, das ist doch bescheuert, jetzt mal ohne Scheiß. Marco, was stimmt mit dir nicht? Mein kleiner Sänger. Was stimmt mit dir nicht? Das ist doch blöd, jetzt sind wir ehrlich. So doof kann man doch gar nicht sein. Dass man sich da hinsetzt und man erklärt den Leuten dann, hey, guck mal, ich habe die voll verarscht. Nein, hast du nicht, du hast dich voll zum Horst gemacht. Und das ist wieder das nächste Sprungbrett für jemand, der sagt, der ist so widersprüchlich in all dem, was er sagt und was er tut, da mache ich mal einen Rack drauf. Ja, wie kann der einen Rack machen, der kennt mich ja gar nicht. Die dich kennen, sind froh, dass sie weg sind. Die, die dich nur kennenlernen, werden froh sein, wenn sie die Erfahrung hinter sich haben. Und die, die nur zuschauen, nun bleib ich bald. Die wollen dich nur sterben sehen. Jetzt so als Oberbegriff, ne? Also, ich werde euch den Gefallen nicht tun. Brauchst du auch gar nicht. Das macht die Natur von ganz alleine. Du musst viel essen, viel Fett, viel Eiweiß. Du musst das alles aufessen. Dann hat er seinen Kühlschrank gezeigt. Ja, ist auch in Ordnung. Kühlschrank ist leer, dann haben wir auch gleich gesagt, ich gehe heute Abend gehe ich nochmal futtern und am Wochenende knallt es auch nochmal richtig in der Magengrube. Ja, du hast das mit der Diät und mit dem Abnehmprogramm und mit der Operation echt gut verstanden. Wobei ich ja davon ausgehe, dass dieses ich gehe am Wochenende essen eine Fake-Nummer ist, denn theoretisch, wenn das stimmen sollte mit Freitag, solltest du ja irgendwann heute am Donnerstag eindrücken. Ne? Nochmal Blutwerte machen, gucken, Nachthemd an, haben sie Testament gemacht. Und dann wäre ja theoretisch morgen die Operation. Und das werden wir dann ja sehen, ob das wieder nur so ein Ablenkungsmanöver war. Das spielt auch gar keine Rolle. Das heißt, also völlig egal, wo du liegst, die werden es ja eh rauskriegen. Du wirst du sie da verraten und B, kriegst es eh raus. Und der Termin ist ja eh schon egal. Also ob du jetzt operiert da in deinem Leichenhemd rumliegst und aus deinem Mehrbettzimmer sendest, denk dran, dass du keine Leute da fotografierst, wenn die da mit dem Nackenarsch am Spiegel stehen. Mach's nicht deinem großen Vorbild nach, dem Herrn DLP. Ja, ist halt alles ein bisschen schwierig, was du tust. Es ist dieses Gesamtprogramm. Ja, du bist ein total guter Mensch, das wissen wir alle. Der Kern ist total super. Wir sind alle total täglich begeistert. Volle Lulle sind wir begeistert. Wir möchten alle gerne von dir genannt werden, benannt werden. Wir möchten beschenkt werden mit deiner großzügigen Art. Du kannst meinen Ring haben. Nee, lass mal, ich habe hier selber einen Kaugummi-Automat. Schwierig, ne? Aber die Show war gut. Also wie gesagt, also der sitzt da mit einem entsetzten Gesicht und ist voll in dieser Leidensnummer. Ich werde mir hier gar nichts mehr sagen lassen. Ihr habt aus mir einen Mobbing-Opfer gemacht. Meine Familie geht euch gar nichts an. Wie kann man nur? Meine Geschwister sind für mich gestorben. Ja, ich vermute mal andersrum wird es auch nicht viel anders sein. Ich sag mal so, du hattest da weniger Auswahl wie die anderen. Also, weil diese Ablehnungsgeschichte deiner Person gegenüber auch selbst aus deiner Familie und aus deinem Umfeld der Sinti und Roma, und die halten ja normal zusammen wie Pech und Schwefel, das kommt ja nicht daher, weil du falsch singst. Das kommt daher, weil du auch diesen Menschen ständig nur auf den Nerven rumtrampelst. Es geht darum, dass du eine Schande bist. Es geht darum, ja, man muss das ja tatsächlich so sagen, es geht darum, ich glaube, kein Sinti-Roma oder so ein Stammesführer hat irgendein Problem damit, dass irgend so ein Sinti-Roma homosexuell ist oder zwei Frauen da zusammen in der Kiste liegen oder sowas. Es geht um die Außenwirkung, es geht darum, was tun diese Menschen nach außen und fällt das, was der tut oder die tun, auf mich oder uns zurück. Das ist der springende Punkt. Und da bist du ja komplett schamlos, da bist du ja komplett beratungsresistent. Du hältst ja, wie gesagt, so Sprünge in irgendwelche Badewannen mit einer Perücke und so weißen Anzug, den du da irgendwo geliehen hast. Das hältst du ja für Kunst.
Und ich glaube, genau das finden die irgendwie nicht so gut. Und es geht auch nicht, wie gesagt, um homosexuell sein oder Bodyshaming oder so ein Quatsch. Ich kenne viele Dicke, ob das jetzt Sinti-Roma ist oder katholische Priester oder jeder Bäcker von gegenüber, das ist, steht ja völlig außer Diskussion, dass man sich da über solche Sachen echauffieren würde. Ja, dem einen steht's, dem anderen nicht. Mein Gott, wir können uns ja alle nicht malen. Darum geht's ja nicht. Aber es geht ja darum, von diesen Leuten rennt aber keiner rum im Internet und beschimpft alle anderen, dass die anderen daran schuld wären, dass er so viel gefressen hat. Nein, nein, also das warst schon du. Das hast du dir in deinen Mund reingesteckt, nicht in den Mund irgendwelcher anderen. Du hast dir das Zeug gekauft und dann gegessen. Und das Endresultat ist... So. Ne? Das ist immer nett, alle persönlichen Fehler anderen Leuten aufs Auge drucken zu wollen, aber das funktioniert auch nicht immer. Weil das ist zum Beispiel, wie gesagt, einer dieser Punkte, da kannst du ja nicht diskutieren. Du hast nicht mehr gegessen, weil du geärgert wirst. Du hast in diesem Video, in dem von gestern, also so ziemlich jedem von gestern, von vorgestern, von vorvorgestern, von die letzten Jahre bis 2017 immer und immer und immer wieder erklärt, dass alle deine Hater und Mobber und alle, die Scheiße finden, dich am Arsch lecken können. Kurzversion, also ihr könnt mich mal, keiner kann mich stoppen, ich bin ein großer Künstler. Es ist alles Werbung für mich, macht ruhig weiter, ich lade euch ein, nehmt ruhig meine Sachen. Ist halt immer dieselbe Litanei gewesen. Du forderst ständig auf und sagst, mach doch, ist mir doch egal. Deswegen hast du auch schlechte Karten, wenn er tatsächlich mal zum Termin vom Kadi kommt, weil du kannst die Leute nicht auf der einen Seite immer wieder auffordern, irgendetwas zu tun, und wenn sie es dann getan haben, dich beschweren, dass sie es getan haben. Das ist schwierig. Aber das muss halt lernen. Ich meine, du bist ja auch erst 47, woher sollst du das wissen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Lieber Marco, Mensch Marco, du lieber noch ein Brötchen als Marco, oder? Lieber. Man kann so geile Wortspiele spielen, ne? Aber du kommst ja geistig sowieso nicht mit. Ach, Hate und Mobbing, der hat gesagt, ich wäre doof. Nein, ich habe nur gesagt, dass du nicht mitkommst. Siehst du, das sind so diese kleinen, feinen Unterschiede. Denn hättest du auch nur ein Viertel von dem verstanden, was viele deiner ehemaligen Freunde, Administrator und Leute, die dir nahe standen, zu dir gesagt hätte, nur ein Viertel, dann wärst du heute nicht so. Du hättest auch heute diese Probleme nicht. Ja, du hättest trotzdem Probleme, aber sagen wir mal, nicht in dieser Größenordnung auch und auch vielleicht auch nicht in dieser Bösartigkeit. Aber das, was du als bösartig empfindest, ist im Prinzip ja nichts weiter wie die Wahrheit. Also es gibt Menschen, die dir immer versuchen zu erklären. Als Beispiel jetzt zum Beispiel, ne? Marco, du bist so toll. Ich habe mir dein letztes Gesumse angehört. Boah, mir ist direkt einer abgegangen, mir ist direkt einer weggeflutscht. Aber weißt du, ich würde dich ja viel schöner finden würde, wenn du jetzt hier so ein T-Shirt mit einer Mickey Mouse da drauf anhättest. Ne, weil das macht dich ja noch sympathischer. Das finde ich total gut. Ne? Weil am besten machst du das T-Shirt weg und nimmst hier so ein BH 48 Doppel D 6 Kilo Abteilung pro Körbchen oder sowas. Ne? Und dann machst du so eine Bluse drüber. Und dann machst du nochmal die rote Perücke. Das finde ich auch sexy. Ne? Du bist total gut. Und dann singst du am besten was von ich habe mich tausendmal gewogen oder so. Ne? So ist hier der CIA, der bei mir immer bimmelt. Ne? CIA, ich ruf zurück. Mein Anwalt. Du hast so komische Berater, du hast auch so einen komischen Humor. Ja, dann sagtest du, ja, du willst dich erinnern, vielleicht wird ja auch Gretchen nicht mehr kommen und auch keine anderen Figuren, aber du lässt dich das mir nicht verbieten. Du solltest unbedingt, sagen wir mal, Gretchen, wo solltest du das mal machen? Du machst ja jetzt demnächst eine bundesweite Tournee, habe ich gehört. Das solltest du unbedingt in dein Programm aufnehmen. Gretchen, ich stelle mir gerade so vor, so auf Schalke, 70.000 Fans, die dich hören wollen. Du an der Mittellinie, am Mittelpunkt, verkleidet als Gretchen. Man hat 4 Meter tief, hat man deine Tanzstange im Boden verankert, 6 Meter hoch. Ne? Und dann kommst du mit Gretchen um die Ecke und schwingst geschwind den athletischen Fettkörper durch die Lüfte,
zeigst ganz ulkige Figuren an der Stange. Bohlen hat sich versteckt im Publikum und gesagt, ich brauche die Adresse von dem, holt mir die Adresse, der kommt hier bei Supertalent. Ja, Medeiros kriegt die Kündigung, dafür nehmen wir Kirschli. Irgend sowas, ne? Das muss tief verankert werden. Ne? Also normalerweise kann man das zwischen Boden und Decke spannen, aber wie gesagt, in deiner Gewichtsklasse wichtig ist, so 4 Meter tief muss das Ding im Boden wegen. Ne, ne, gut. So, schwierig, was du da alles so lieferst. Also ich käme zum Beispiel mit meiner Figur noch niemals auf die Idee, oben ohne zum Bäcker zu gehen, geschweige nach Lidl. Ich setze mich auch nicht oben ohne hin und pflücke eine halbe Stunde Glänzeblümchen und anschließend habe ich Muskelkater. Da setze ich mich lieber abends mal an der Bushaltestelle, wenn es schön muckig warm ist. Dann kann Eva schlafen. Und ich kann die Nachtsonne genießen. Finde ich auch gut. Ja, ich habe da ja Kritik gekriegt. So, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben. Wir haben schon wieder 25 Minuten weg. Kurzversion, du bist selber dran schuld, was jetzt hier passiert ist. Änder dein Verhalten. Du wirst niemals irgendetwas besiegen, weil dafür müsstest du Dinge haben, du müsstest verstehen, wie es geht, du müsstest eine Lösung finden, wie man es knackt, du müsstest Energie haben, um es durchzuziehen, du müsstest den Willen haben, beständig dran zu bleiben, und das hast du alles nicht. Sondern du bist heute so, so, ich mach, ich werd, ich tu, ihr werdet sehen, eure Kirche, wenn ich abgenommen hab, bla 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 bla, ich krieg ein freistehendes Reihenhaus mieten, kaufen, alles selbsterklärend. Du hast doch noch niemals einen Kredit für deine Küche gekriegt, hat die Sachsenbüchse gesagt. Wie willst du denn 200, 300, 400.000 Euro finanziert kriegen für ein Reihenhaus oder ein freistehendes Haus? Hast du denn da ungefähr eine Idee? So, ist ein bisschen schwierig. Mir hat Spaß gemacht, wie immer. Ich muss gleich gucken. Klopapier ist leer. Ich muss nochmal shoppen oder sowas. Ja. Man kann einfach nur den Kopf schütteln. Immer und immer wieder. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, dass Gerda und wie sie alle heißen immer wieder auch thematisiert werden, liegt an dir. Es liegt nicht daran, dass andere Leute sich sagen, ja, der Kirsche liefert dir kein Material, wir gehen jetzt mal in das Umfeld, sondern du zerrst die ständig nach vorne. Du lenkst den Fokus immer wieder auf die Stellen, wo es dir wehtut, damit du, Gerda kriegt aufs Maul, aber du kannst wieder 3 Tage drüber quatschen. Das ist halt so, ne? Ja, du hast eine interessante Auffassung, was Freundschaft betrifft. Das habe ich ja selber auch schon ausprobiert. Ist nicht gut. Also für dich schon, nur für den Rest nicht. Also du hast da ja schon eine spezielle Vorstellung. Und so verbleiben wir auch für den Rest des Tages. Und dann wollen wir mal gucken, ob morgen die OP ist. Ja, so, dein Knacksack. Alle anderen dürfen jetzt hier mal ein Däumchen drücken. Und bis später auf diesem Äther.